Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg 2. Ich begrüße die beiden Trainer Thomas Stamm und Michael Schiele bei mir auf dem Podium. Herr Stamm, der Gästetrainer, hat immer zuerst das Wort und dann darf ich Sie bitte um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Danke. Ja, schwierig reingekommen, erste Halbzeit. Nicht so Druck erzeugen können vorne, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann ein bisschen Probleme gehabt mit den langen Bällen, da gut umzugehen, die gut anzunehmen, respektive vielleicht dann auch nur auf den zweiten Ball zu gehen. Und so hat Braunschweig immer wieder die ein oder andere Möglichkeit gehabt, dann über zweite Bälle gut drin zu sein. Man hat trotzdem zwei, drei gute Balleroberungen im Spielaufbau, wo Braunschweig probiert, kurz rauszukommen, wo wir dann vielleicht auch sauberer sein können, um vielleicht ein Tor zu machen. Und ja, haben beim 1-0 eine super 1-1-Situation. Noah hat die Qualität, das aufzulösen. Klarer Elfmeter und gehen dann in Führung und wissen aber dann auch über die gerade Wucht, auch was Standards anbelangt, über die Wucht, die Braunschweig im Kader hat, und kriegen dann, finde ich, zu schnell das 1-1, aber anhand vom Spielverlauf gerade erste Halbzeit war es gerecht. Und dann fand ich aber, dass wir zweite Halbzeit die bessere, die spielbestimmendere Mannschaft waren, dass wir die Mannschaft waren mit den klareren Torchancen, und so fühlt sich es hinten raus vielleicht ein bisschen so an, dass man drei Punkte mitnehmen kann. Hier gerade mit den Chancen von Noah Weishaupt, Emilio Kehrer, Lars Kehl hat eine super Chance, die am langen Pfosten vorbeigeht, wo wir uns einfach belohnen müssen. Aber Braunschweig hatte mit ein, zwei Halbchancen dann auch noch die Möglichkeit. Von daher glaube ich, insgesamt mit dem Punkt zufrieden. Hier in Braunschweig wissen, was das für uns heißt als Zweitvertretung. Und sind glücklich, den Punkt mitzunehmen. Auch wenn es sich vielleicht hinten raus so anfühlt, dass man zwei mehr hätte mitnehmen können. Danke. Vielen Dank. Michael, dein Fazit der 90 Minuten bitte. Ja, wir sind gut in die Partie gekommen. Wir haben sehr viel Druck erzeugt. Wir haben aktiv nach vorne gespielt. Wir waren gut in den Zweikämpfen. Wir haben Personal im 16er gehabt. Wir sind auch zu Abschlussmöglichkeiten gekommen. Ja, leider haben wir das Tor nicht gemacht. Dann auch, waren auch gut im Pressing, haben hohe Ballgewinne gehabt, die ja vielleicht nicht richtig zielorientiert nach vorne auch dann ausgespielt. Ja, das Tor hat gefehlt. Und dann war es so, klarer Elfmeter dann gegen uns leider, den der Yassi dann auch noch hält. Der Nachschuss ist dann auch drin. Da musste man am Rückstand hinterherlaufen, was wir aber trotzdem auch aktiv waren im Spiel. Und das dann auch zum Glück das 1-1 gemacht haben. Also es war nicht glücklich, das war absolut verdient dann auch. Ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir sogar schon ein Tor mehr haben können auch, dass wir vielleicht 2-1 auch in die Halbzeit gehen. Wollten natürlich weiterhin Druck machen, auch zweite Halbzeit, wollten aktiv sein, so wie es wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ich glaube, Freiburg wollte natürlich auch mehr, das hat man auch gesehen. Sind dann rausgekommen, haben uns gleich mal zwei, dreimal aufgespielt, sind dann auch in die Tiefe gekommen, und dann irgendwie haben wir einen Rucksack, weiß nicht von was, aufgehabt. War dann schon wenig die zweite Halbzeit, viele Ballverluste gehabt, viel nach vorne. Ja, mit langen Bällen agiert, wo wir nicht in die Räume bespielt haben, wo wir auch nicht die Leute gehabt haben, wo dann heute den Ball auch gewollt haben. Und auf die zweite Halbzeit war natürlich schon eine Halbzeit, wo ich so jetzt die letzten Spieltage oder auch die ganze Saison noch nicht so von uns gesehen habe. Und klar, hast dann mal noch einen Standard auch, der Gegnerstandard. Gegner hat auch Torschüsse gehabt. Wir haben mal einen Torschuss gehabt, aber auch nicht richtig durch. Und ich glaube, kein Torwart hat dann irgendwie eine Glanzparade gehabt, und so ist das Spiel dann auch so über 90 Minuten so ausgelaufen, nennen wir es mal, und dann ist ein 1-1 rausgekommen. Und zweite Halbzeit nicht zufrieden, klar, erste Halbzeit, da müssen wir, so müssen wir spielen, so können wir spielen gegen eine spielstarke Mannschaft, die immer den Ball haben möchte, und da haben wir es gezeigt, dass wir auch das Spiel gewinnen wollten, aber in der zweiten Halbzeit leider hin nicht mehr. Jetzt geht es schon Schlag auf Schlag. Zum Glück geht es am Mittwoch auch weiter bei uns, und das Spiel schnell abhaken und dann auch das Negative ansprechen und das Positive auch rausziehen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dann kommt der Kollege mit dem Mikrofon. Ich schaue in die Runde. Das sieht nicht so aus. Dann vielen Dank unseren Gästen, eine gute und sichere Heimreise nach Freiburg, und Michael hat es eben schon gesagt, für uns geht es am Mittwoch bei Viktoria Berlin weiter. Vielen Dank.